Hey Leute, willkommen beim Sonderfahrzeugsimulator 2012 und ich will nicht spielen, sondern die Eki spielt heute. Hallo. Und wir fangen auch ein neues Spiel an, denn wie ich spiele, ist viel zu langweilig, haben wir festgestellt. Deswegen wollen wir ein neues Spiel beginnen und fangen mit einem ganz einfachen Fahrzeug an. Denn wir fahren mit, was fangen wir an? Mit welchem Fahrzeug? Kurierfahrten machen wir. Ein Wir sind Kurierfahrt. quasi UPS, DHL und so weiter. Und noch mehr Werbung. Jetzt sind wir wieder in diesem Modus, wo man alles noch lernen muss. Wie ihr seht, komme ich mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. Oh, das war laut. Ja, wir müssen Kurierfahrten betreiben. Kleiner Kurierauftrag. Wir müssen Päckchen zum Kunde bringen. Ich sehe. Achso, du siehst nicht alles. Machen wir so. Okay. Bisschen in den Westen der Stadt. Und jetzt bis 18:10 Uhr gefälligst. Machen wir mal annehmen. So. So, die gelb markierte Fläche ist die, wo dann der Transporter hin soll. So, ach, die Maus brauche Ist praktisch. ich auch. Dann holen wir mal das Auto. Ich habe das schon einmal gespielt, deswegen weiß ich ungefähr, wo was ist, aber das heißt nicht, dass ich es schon kann. Also, ja, hier ist es drin, Nämlich ne? gar nicht so einfach gewesen. Erst jetzt kommt nämlich der Hinweis, Tor benutzen und dann geht's auch auf. Da ist vorm schönen Auto. Das Kurierfahrzeug. Ich habe auf die höchste Einstellung gestellt. Man sieht die tollen eckigen Schatten, die hier sind. So. Einsteigen. Müssen wir mal gucken, nicht, dass es zu laut wird. Dann. Mit Q startet man, Genau. Handbremse, so. Achso, ich will Ach, immer da die geht's sogar. Pfeiltasten. Und schon fährt Ich er. glaube, wir brauchen auch diesmal gar nicht auf dem Parkplatz. Letztes Mal sind wir hier auf dem gelben Ah, Parkplatz. Wie reicht hier der geht's aus? schon Sonst wieder los. parkst du wirklich hier vorne hin, wo die Pakete sind, beim roten Pfeil. Nein. Okay, dann park ein. Denn ich glaube, das ist hier die Zapffahrt, falls du tanken willst und das alles. So gedacht. So sollte reichen, wa? Umgang. Ja. Und aussteigen. Wir haben festgestellt, ja, das Kuriose ist, dieses Spiel hat physikalische Gesetze. Und wir nehmen jetzt die Pakete. Und wenn man die Pakete irgendwie blöd verstaut, dann passiert was ganz Herrliches. Und zwar können die Pakete in dem Fahrzeug mehr oder weniger fast verschwinden. Und haben, ja, man muss dann springen, um dann überhaupt, also muss in das Fahrzeug reinspringen, damit man die Pakete dann wieder auch nehmen kann. Fand ich Ich auch hab's geil. natürlich nicht rausgefunden, sondern hab dann das Spiel aufgegeben und neu gestartet. Aber du hast dann irgendwann entdeckt, dass der Typ auch springen kann Ja. und in seinen Transporter jumpt. So, ich trage jetzt schön mein Paket. Ich habe vergessen, die Tür aufzumachen, fällt mir gerade ein. Aha, das ist ja jetzt die Möglichkeit. Hast ja auch Licht angelassen, insofern. Ja, schmeiß Moin. mal das schöne Glaspaket einfach mal runter. Fangen Oh, wir mal wieder dieses. von hinten an. Ja, die Texte sind ein Ein bisschen. bisschen zu viel für meinen Geschmack gerade. Wir wissen, was wir aufnehmen können. Das haben wir schon festgestellt gerade eben. Vorhin überblendet er immer die anderen Texte. Und jump. Ist auch schön während der Fahrt, wie die Pakete dann immer hin und her geschmissen werden. In dem Transporter da. Übrigens, oben rechts seht ihr, um noch ein bisschen was zu sagen, ja, unser Geld, was wir momentan haben, jedes Mal, wenn wir Schaden verursachen, mehr oder Was weniger, sehr häufig vorkommen wird. verlieren wir Geld. Und links seht ihr halt die Karte mit der Zeit, die gerade aktuell ist, also 10:34 Uhr mit einem Minutentakt von irgendwie 10 Sekunden, wo sich das mal ändert, oder 5 Sekunden. Aber nochmal zu dem Geld, das ist eigentlich schon ausreichend, selbst für mich. Wenn man, glaube ich, einen Fußgänger umnietet, dann hat man nur 100 € Abzug oder so. Ja, aber das finde ich relativ Oder preiswert. Also, dass man, wenn man 100. einen Fußgänger einfach so umfährt, dass man da gesagt wird, ja, Unfallschaden und irgendwie war es dann innerhalb von, hat nicht so viel gekostet, ja, so 120 € oder so. Tür schließen. Tür schließen. Da kann man auch überlegen, ob man privat nicht einfach mal jemanden anfährt oder für 120 € würde ich das auch einfach mal ausprobieren. So. Jetzt noch die rechte Tür benutzen. Jetzt hat das. Gut. Ich muss noch mal kurz auf die Karte gehen. Wie war das? Deshalb. In der Escape kannst du drücken. Und dann sind wir da zum Wo wir Kunden. denn überhaupt hin müssen? Also es ist zum Glück nicht Dann so rechts groß rum und diese Stadt. geradeaus.
Nur der Verkehr ist extrem kompliziert. Also kompliziert ist der Verkehr nicht, aber der ist nervig. Also manchmal kommen die nicht klar mit dem Rechtsverkehr und sowas Sehr alles. staulastig auf jeden Fall. Ja. Und ja. Er rollt. Das wäre eigentlich auch gerne das Tempo, was ich beibehalten würde, aber dann bleibt er irgendwann stehen. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen, ja. Und wie sind wir überhaupt auf das Achtung, Spiel hinter dir. gekommen? Habe ich dir das zum Geburtstag geschenkt oder wie war es? Auf dieses Spiel gekommen? Naja, es war ja in dem Paket, wo die Leute hätten ja die Spiele gewinnen können. Aber viele Leute wollten anscheinend nicht mitmachen. Das war ja bloß Markus, aka Homie, hat ja mitgemacht. Und ich habe ja gesagt, der erste Preis bekommt 5 Spiele und der zweite Preis und der dritte Preis bekommen auch noch ein paar Spiele. Und so sind eigentlich 5 Spiele übrig geblieben. Und diese 5 Spiele haben wir jetzt noch. Und eins davon ist eben dieser Sonderfahrzeugsimulator. Und ja, er ist an sich nicht so schlecht. Aber auch ganz. Eigentlich hat so seinen eigenen Charme, muss man sagen. So, ich bin jetzt gemäß der STVO, habe ich immer schön geblinkt und vorausschauend gefahren, also STVO? Straßenverkehrsordnung. Achso. Das habe ich damals in der Verkehrsschule. Verdrängt. Nee, ja, verdrängt. Also. Muss ich jetzt wieder rechts? Nie nach links. Links. Also auf der Karte sagt es mir nach links. Gut, für Er meinen ist grün. Orientierungssinn. Ach, da leuchtet der blaue Kunde. Der blaue Kunde. Oh! Und ab in die Themse oder welches Land das hier auch immer darstellen soll. So, ich habe auch keinen LKW-Führerschein oder dergleichen. Hey, da nimmt jemand Vorfahrt, so ein kleiner Käfer oder was Ja, das ich habe sein soll. festgestellt, statt zu lenken, habe ich geradeaus. You beat it. Also es ist grün, du kannst immer noch weiter vorfahren. Ich Also, war gerade siehst rot. Ja, diese WASD-Steuerung ist für mich immer so ein bisschen. Ihr seht schon den Verkehr. Schön im Schneckentempo taste ich mich ran. du kannst übrigens, Und falls überlege jetzt gerade, irgendwie wo ich hier auffahren, ja. irgendwie parken kann. Ja, am besten irgendwo, musst du nicht auf der Straße, du kannst ja auf der Straße machen oder einfach hier auf dem Bürgersteig. Musst ja nicht auf den, sondern einfach neben dem blauen Pfeil einfach auf. Ich halte hier schön vor der Haltestelle. Okay. Hätte man noch ein bisschen Achtung! korrigieren. Oh. Oh je, jetzt habe ich meinen ersten Unfall gebaut. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Hier. Ja, jetzt hast du den dritten Unfall gebaut schon. Wieso Okay. leuchtet der denn noch? Warnblinker machen wir mal lieber an. So, da soll ich hin. Ja, die Pakete sollen dahin Achso, umgemüllt. stimmt. Es gab auch schon Aufträge, wo man was abholen musste. Ich renne jetzt mal rüber. Dann fährt mich auch keiner um. Da komme ich Weiß nicht durch. So. Und natürlich müssen wir auch hinten ran, um den Verkehr noch ein bisschen mehr zu beeinträchtigen. Aber die schönen Glaspakete sind natürlich ganz heil geblieben. Und ich finde auch die effektive Nutzung von diesem Transporter sehr cool. Dass man 2 Pakete da drin hat und das reicht schon aus. Einfach rüber. Und jetzt müssen wir das einfach hier beim blauen Pfeil abschmeißen. Genau. Und das zweite Paket auch noch. Das ist doch direkt da drunter, hm? Ja, du hast es fast Und ich renne, runtergeschmissen ich vorhin, renne, ja. ich renne, ich renne, ich renne, ja. Haben wir denn die Hülle da von dem Spiel noch, dass ich sagen kann, Ja. was so die geilen Features sind? Also das ist der Sonderfahrzeugsimulator. Und später soll man hier auch noch, wie man so sieht, so irgendwie. Was soll das alles sein? Also nicht nur der Transporter, sondern auch Steht mir gut da. irgendwelche Tankfahrzeuge oder Kranfahrzeuge. Yay. Also es sollen 15 abwechslungsreiche Missionen geben mit zahlreichen Fahrzeugen und Geräten und einen Wirtschaftsmodus mit Fuhrparkverwaltung. Inzwischen hat er mir die nächste Aufgabe angezeigt. Ich soll nämlich Akten vom Rathaus Oh, die Mission, zum ja. Lager oder so Ja. transportieren. Tür zu. Ja, er muss ein bisschen zur Tür gehen, genau. Die Mission, also das ist herrlich. Das Tür werdet ihr auch zu. gleich sehen, wieso. Also, Ach, die diese Altstadt hat ihren Türen. eigenen Charme, dieser Stadt. Ja, da war's doch. Linke Tür benutzen. Rechte Tür benutzen. Man kann auch rechts einsteigen, wenn ich da noch vorbeikomme. Entschuldige das hektische Steuern. So, okay, jetzt geht's auf Richtung Altstadt. Da Eigentlich ist das relativ simpel. Rathaus, geradeaus und links irgendwann. Genau. Nach Zwei zwei Kreuze und nach zwei Querstraßen. Kreuzungen, genau.
Und dann wieder zurück zum Büro, ne? Nee, du musst zum Schredder gehen, der ist aber in der Nähe. Und bringen Sie diese zur Aktenvernichtung. Genau, der ist in der Nähe von dem, wo du am Anfang warst. Da oben ist er. Da. Genau, Ah. Aktenvernichtung. Also auf jeden Fall eine schöne Tour durch die ganze Altstadt. Ja. Oder Neustadt. So. Ja, ich glaube, du hast den Gang noch nicht eingeschaltet, also noch nicht Gestartet. gestartet. Ich weiß gar nicht, was. Vorsichtig rückwärts. Also ich glaube, sie in der Zeit, wo sie so oft immer rückwärts gefahren ist, sie ist meistens gegen irgendein Fahrzeug gekommen, weil sie gleich so denken muss, dieses Fahrzeug, das Hallo. muss einen Abstand halten von 20 Zentimeter. Wo muss ich hin? Geradeaus war Noch es, ne? geradeaus. Ich dachte dir dann nach links. Dann können wir ein bisschen Gas geben. Sie ist Ja. schön flüssig gerade. Vor uns ist Fahren wir zwar mal ein so ein bisschen Kuh. auf und drängeln. Die nächste jetzt nach links. Jetzt Das war schon. ein bisschen knapp Dann gewesen. wird geblinkt, wie sich das gehört. Und gewartet. Wieso wartest du? Er wartet. Ich dachte, er hat auch grün. Nee, die haben schon wieder rot, glaube ich, in der Zwischenzeit. So, die So, die nächste, Kurve jetzt wieder nach war. links. Jetzt wieder nach links. Nein. Doch. Nein. Die rein in die Altstadt. Und auf zum nächsten Verkehrsunfall. Aber der Mensch ist am Leben geblieben. Das ist das Ja, das Wichtigste. ist ja mal was Gutes. Muss ich nur weiter zurück? Nein. Vorwärts möchte ich doch. So. Ich hoffe, hier kommt kein Gegenverkehr. Und jetzt nach rechts abbiegen. Oh. Und da ist schon der rote Pfeil. Also, ich musste mich letzten Mal ein bisschen komplizierter durch die Altstadt schlagen, aber du musst ja auch nochmal raus. Ich sollte die Kurven etwas größer nehmen, glaube ich. Und hinterher. So, vielleicht bleibst du gleich hier vorne stehen, mitten auf der Straße oder so. Schön an der Laterne. Auch ein bisschen weiterfahren. Direkt fahren wir direkt neben dem Paket. Nicht auf die Pakete. Nicht, dass sie verschwinden. Warnblinker an. Um auszusteigen, die Handbremse. Natürlich mache ich das. Bin ja vorbildlich. Kannst du auch erstmal die Tür aufmachen, nicht, dass du wieder vergisst. Stimmt. Aber Dieses schön hier, Fahrzeug diese hat. Fachwerkhäuser, das Ja, das gefällt mir. Fahrzeug hat übrigens auch eine Seitentür. Genau, die werde ich jetzt mal benutzen, wenn ich sie finde. Ah, da war sie. Es ist schon idyllisch da mit den Bergen im Hintergrund, Ja, blauer, strahlend blauer Himmel. diese wunderschönen Berge da hinten. Was denkst du, wo uns befinden? Amerika? Ne, die haben nicht so viele Nee, das wird schon Fachwerkhäuser. irgendwie, denke ich mal, in Nürnbergs Gegend sein, nur in ganz kleiner Form. Also München-Nürnberg. Ich finde es herrlich, hier diese kleinen Pakete. Wir sollen ja als Auftrag, hier ist das Rathaus und wir sollen Akten vernichten. Und diese zwei kleinen Pakete schaffen sie auch nicht innerhalb. Irgendwie müssen sie den Kurierfahrer bestellen, weil sie es nicht persönlich irgendwie dahin bringen können. Wo auch immer, hier ist auf jeden Fall irgendwo das Rathaus, auch wenn hier alle Häuser gleich aussehen. Ja. Siehst du das nicht? Wie fahre ich So, jetzt? du musst erstmal wieder raus aus der Altstadt. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier gleich um die Ecke fahren willst. Und dann können wir hier oben lang. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Okay, rechts und dann links. Na dann, So. super, hinter mir stehen welche. Da gerade schon den Motor gestartet. Hat es wahrscheinlich die Handbremse noch an. Ui. So, ein paar Bordsteine mitnehmen noch und. Was rechts, oder? Ja, jetzt rechts. Es sei denn, du willst noch ein bisschen die Altstadt weiter erkunden. Aber ich finde es nicht so Der praktisch. lenkt auch stärker, als dass er fährt. Dann fährst du ja auch erst nur mit 11 Kilometer, dafür lang kann man nicht so viel lenken. Nur nach Jetzt nach rechts. links. Achso. Und Haus. Eieiei. Das hat wehgetan. Wem dem Aber ich Haus? glaube, die Firma ist gut versichert. Sonst würde sie mich nicht entsteuern lassen. Ist ja deine eigene Firma. Nein, jetzt quetschen die sich hier schon wieder Du musst rein. nach links abbiegen, Ich blink doch schon. Siehst du es nicht? Jetzt fährt der Gute. Wie nennen wir ihn? Wer, der Fahrer? Hardy, Hardy, Hugo. Nee, der Nein, das musste. Auto. Das kriegt einen Frauennamen, Achso, Frauennamen. Charlotte. oder? Sieht aus wie eine Charlotte. So, Hardy und Charlotte. so, du musst jetzt nach links abbiegen. Jetzt schon? Nein, ja, Ja, noch. kannst du nach links abbiegen. Nein. Musst du nicht, aber pass auf den. Boah. Ich habe keinen Unfall gebaut. Nee, hast du wirklich nicht. Wo muss ich denn Du hast aber auch hin? nicht geblinkt, aber gut, das nimmt das Spiel dir nicht übel anscheinend. Ich wollte So, ganz gleich kurz nach ausweichen. links und dann nach rechts. Ja, ich lasse dich ja vorfahren. Hier muss man sich wirklich immer einfädeln, wie im echten Leben. Ja, aber die kommen selber nicht klar, insofern.
Wie gesagt, manchmal wollen sie nach rechts abbiegen und warten erstmal, bis die ganzen Fahrzeuge, die eigentlich gar nicht den Verkehr behindern. Was machst du eigentlich? Der ist nicht gefahren. Hup mal. Ich muss übrigens, wir müssen nochmal herausfinden, wo die Hupe sich befindet. Also wir haben schon festgestellt, wenn du ein bisschen näher an den Rand fährst, dann fährt er automatisch immer ein kleines Stück nach vorne. Muss ich jetzt rechts rum? Genau. Also so finde ich mal Tada. ganz gut, wie du die Straße so verwaltest. Mich schon verbessert seit dem letzten Mal, ne? Da ist ein Fußgänger. Kann ruhig mal ein bisschen schneller rüberlaufen. Also man hat hier wirklich Alltagssituationen, ist eh nicht gestresst und genervt vom Verkehr. Aber es All macht die, Spaß. ja, die Passanten sind nicht so gestresst, die haben auch alle den gleichen Gang drauf, insofern Übrigens scheint sind hier erst. überall Bushaltestellen, aber ich habe